Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auf diesen Gast schon seit Jahren, seit Monaten, seitdem wir uns geküsst haben, aber nie darüber geredet haben. Wow. Nein, das ist unangenehm. Wow, Timeout. Machen wir nochmal neu. Hallo, herzlich willkommen zurück zu dieser Folge, wo Synchronsprecher sich treffen. Du redest schon wie ich, ne? Hallo. Ich bin die Pizza aus Sausage Party. Die Nachbarn aus Sumania. Und er ist die Nachbarn aus Sumania. Heute treffen zwei Synchronwelten aufeinander. Oh was, meine Beine, du hast meine Beine verdammt. Das war dein Text, ne? Ja, und was war deiner? Halt die Klappe. Guck, und das sind wir. Besucht uns doch gerne nochmal. Wir brauchen Jobs. Hallo, David. Hast du keine Jobs, echt nicht? Ich habe kaum Läuft was. So schlecht, ja. Ich bin schon hier, das ist nicht mal mehr meine Küche. Ich bin rausgeworfen worden. Wo sind wir hier? Wem gehört das Haus? Ja? Ja, das passiert. Das ist dein Lieblingsessen. Das ist mein Piano. Wir haben Piano mitgebracht. Da meinst du doch, wir sollen kochen. Ich habe ein Piano. Davis ist sehr begabt und das heißt, wir machen heute Nudelsalat, weil das ist dein Lieblingsessen. Du kochst sehr wenig, weil ich koche gar nicht tatsächlich. Das dachte ich mir nämlich schon, weil ich kenne dich. Und das letzte Mal, als ich in einer Wohnbegebenheit von dir war, vor 3 Jahren, war keine Küche da. Wo ist die Küche? Richtig, genau. Da ist meistens dann ein riesengroßes Bett immer. Ja. Ein riesengroßer Fernseher und unfassbar viele Instrumente. Das sieht immer noch so aus tatsächlich, ja, genau. Aber eine andere Wohnung tatsächlich. Ja. Immer noch keine Küche. Eins weiter noch. Genau. So, immer noch keine Küche. Künstler halt. Ich habe ihm Interstellar von Hans Zimmer beigebracht. Das werden wir gleich testen. Ja. Und ich habe irgendwie immer nur Fluch der Karibik gespielt. Ich sag Stopp, ja? Ja. Ja, ja. Also heißt Stopp jetzt? Also Stopp jetzt. Stopp. Also jetzt wirklich. Stopp heißt Stopp. Also. Okay, jetzt reicht langsam. Okay. Das mit Chili ist aber nicht geil, ne? Das ist fürs Wasser? Also jetzt, nee. Nee, für Nudelsalat können wir gerne Chili reinmachen. Wasser. Ja? Machst du es scharf? Das weißt du doch. wir müssen jetzt Zeit, also wir könnten in der Zeit springen, aber wir haben Piano hier stehen. Warum? Das heißt, wir können das auch live, alles, ist das ein Livestream gerade eigentlich? Das ist ein Livestream. Geil, okay, perfekt. Ich steige jetzt ein. Achso, okay, ja, sorry. Okay, warte, alles gut, ja, sorry. Ja, scheiße, okay, warte, alles gut, ich bin normal, da, ich normal, okay, okay. Okay, warte, du hast ja immer so gemacht, ne? Weißt du noch? So. Das ist immer durchgewechselt. Wir haben das bei Guten Morgen, was war das? Genau, was das war. Genau. Ja, yeah, geht doch. Falscher Ton, warte, einen runter, ja. Ja, yeah. Okay. Geil, Alter. Jetzt Sherlock Holmes. Ich glaube, wir sind zusammen. Okay, mach mit, Mann. Warte. Ich weiß nicht, was ich mache. Alright, okay. Okay, alles gut. Ich bin da mal. Alles okay, gut. Sherlock Holmes, Alter. Okay, alright. Finde ich gut, ja. Zurück. Koch noch nicht. Hast du noch einen? kannst du den Johnny Spiel mich raus von Family Guy? So einen ähnlichen, der Boogie. Piper, nein. Geh mal raus. Piper. Das ist Johnny. Wie lange braucht die Nudelsuppe noch? Die Nudelsuppe braucht 40 Minuten. 15 Minuten? 40, 15. Okay. Zählst du runter? Ich zähl runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Tschüss. Das war's. Okay. Fertig? Ist fast nicht getroffen. Ja, irgendwie. Fast nicht irgendwie getroffen. Wattebox.
Sind Sie nicht mein Arzt, Dr. Ja? Ich brauche noch eine Unterschrift. Okay. Gut. Bis bald. Okay, meine Waffelbox. Endlich ist sie da. Ich hätte schon was aufgerissen. Nein, natürlich nicht. Ah, oh, geil. Aber warum hast du eigentlich die Brille von Dr. Ja auf? Was machen Sie in meiner Wohnung? Sollen wir so ein bisschen in der Zeit voranspringen, bis die Nudeln fertig sind? Weil ja, ja, klar, klar, klar. Also in echt jetzt oder nicht? Also können wir in echt, haben wir was vor? Das ist eine Uncut-Folge. Ich glaube nicht. Ich glaube, also springen wir jetzt in echt. Ich habe auch vergessen, wie man Gehalt auszahlt. Das ist heute auch mal meine Cut-Folge. ja, also wir können auch so tun, als wenn wir schon die Soße fertig machen würden. Jetzt schneidest du das mit rein oder schneidest du das raus? Was denn? Das ist ja kein Gehalt. Was wir so tun? Nee, ja, das lassen wir schon drin. So. Also, okay. Ach, WhatsApp-Nachrichten erstmal checken, ne? Ja, also ich mache kurz. Hallo, wie geht's? Ich wollte mal kurz, ich habe heute Morgen meinen Penis fotografiert. Ich wollte mal kurz zeigen. nur damit du mal. Wie findest du das? Wie findest du das? Oh. Ne? Da habe ich aber. Wollte ich gerade eine Antwort drauf schicken. Ist ja schwarz. Am Fenster, schattig sogar mit Schatten. Ne? Ja. Krass, Alter. Und guck mal, den hier, wie der guckt. Oh, wow. Den sieht aus dem Fenster da hinten. Ne? Ah, heftig. Ja. Geil, okay. Ja, oder? Ich habe nämlich hier ein Rezept noch hinterlegt da. Ja. Weil du hast mir nämlich Kochkino auch direkt. Ja, Mamas hinterlegt. Weltbestes Nudelsalatrezept. Rezept. Und hier steht nämlich dann irgendwas. Als erstes bei Google. Ja. Irgendwas von Nudeln. aber für die Salatsoße, die können wir halt schon fertig machen, ne? Ja, ja, klar. Klar. Weil du wolltest ja schon ein bisschen Sachen würfeln, ne? Und wir haben hier nämlich ich würde gerne, ich bin Schneider. Gott, wie wir herausgefunden haben. Bitte schneid ich nicht, ne? Also solche Sachen gehen meistens einher mit irgendwelchen fetten Schnitten in die Hand, von daher. Nee, ich habe wirklich. Also wir haben sehr scharfe Messer, ne? Möchte ich mal sagen. Also es ist nicht nur ein bisschen scharf, es ist sehr scharf. Ja. Aber du sagst schneide. Du sagst was? Du sagst Schneidegott, dann funktioniert das natürlich auch. Ja. Hast du mal auf Drogen geschnitten? Ah, nein, ich habe wohl nicht auf Drogen geschnitten. Aber ich auch nicht. Ich wollte ja, mal. Berlin. Ich habe es bei Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Bei Brad Pitt. Ja. Brad Pitt wie auf Drogen. Was? Hast du den gesehen, diesen Tarantino-Film? Ja, du auch? Du auch? Nein. Die Tage, wir waren gestern. Wie fandest du es? Drin. Ehrliche Meinung, ich möchte dir keine lieben. Ja. Ja, ne? Aber auch das Ende war schon geil, ne? Es war unterhaltsam, ja. Ende war sehr lange, hat mich aber geil irgendwie. Also ich fand es. Ich fand's gar nicht lang. Soundtrack war geil. Kannst du hin? Welchen? Kannst du spielen? Ja, einige, ne? Ja, kannst du spielen? Ja, viele Soundtracks. Willst du kurz einen davon anstellen? Welchen? Willst du mir einen Titel sagen? Okay, so fängt er an. Okay, ja. Ja, den fand ich am besten. Ja, danke sehr. Gut, toller Übergang. Ja. Schneide schon mal die Wurst. Ja, du kannst, okay, du kannst okay, Wurst, geil. Wir machen Wurst. Ich bin eigentlich Vegetarier, so ein Halb. Willst du versuchen tatsächlich? Deswegen sagte er, während er den verstehe ich das gerade hier nicht. Aufs Backen. Also sollen wir beide Würste reinmachen oder nur eine? Ich würde eine tatsächlich reinmachen. Eine machen. Das ist doch auch zu fleischig, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, total. Das kannst du nicht reißen. Kannst du nicht reißen. Muss ich das wirklich schneiden jetzt? Ja, aber da drauf. Nein. Du schneidest dir den Finger ab, die sind so scharf. Okay. Ja, du hast schon mal so leicht so ein Ding. Vertraust du? Vertraust du? Nein. Vertraust du mir eigentlich? Nein. Sorry. Es ist gerade irgendwie morgens, deswegen morgen 14 Uhr. 20:15. Das sind klarer Stückchen, so nennen wir sie. Ja, so, fertig. Ja, okay. Und Wurst. So, 40 bis 450 Gramm Salatmayonnaise. Okay, was? Was? Da steht 40-450 G. Mach ich das gut? Mach ich das richtig? Ich weiß nicht ganz genau, warum. Warum bist du eigentlich? Ich weiß nicht. Du hast mich gar nicht eingeladen. Nee. Ich war hier. Standst da und ich dachte, wollen wir kochen? Ich habe ein Klavier mitgebracht. Kochen? Ich habe ein Klavier mitgebracht. Macht ihr nicht mehr eure Sendung? Seitdem bin ich irgendwie irgendwo einen guten Abend weg. Halt, weiß ich, ne? Ja, das kann man ja vermischen. Jetzt aber bald kocht es, ne? Ja, aber es geht besser, wenn es oben drauf ist. Also ich bald kocht das Wasser. Was ist 40 Gramm? So viel? Bestimmt, ne? So, ich mach mal das hier als so Salz-Gewürzmischung. Ne? So, soll ich das schon irgendwo reinfüllen? Oder wie, ja, du, wie du. Ist der Hund nicht das Fleisch gleich? Der oder? Hund ist das wie Fleisch. Wie heißt der Pit? Nee, Pitty Boy, wie heißt der nochmal? Piper. Piper. Mädchen. Piper. Wir haben extra Fusilli-Nudeln gemacht. Weil Fusilli? Wir waren heute Morgen im Museum. Heute Morgen Museumsinsel, da gab es Rabattaktionen. Wir haben einfach mal reingegangen, ein paar Fusilien mitgenommen. So, hey Siri, stand halt mal fest. Wow. Okay, 11 Minuten.
Was war das gerade? Guckt euch auch sowas an. Hallo, hallo Siri. Wow, was ist das denn? Ich hab geguckt, ob ich auch sowas gerade habe. Und dann ist eigentlich fertig. Also ich mag keine Nudeln, wollte ich hier sagen. Das ist mein Geheimnis. Hat aber auch was, ne? Nudeln hassen? Ja. Das ist schon gut. Mach was. Weiter so, Junge. Vollkommen recht. Das hat was. So. Und eine Zwiebel können haben wir das auch machen. Vorbereitet? Ah, da ist es ja. Okay. Wir können auch eine Zwiebel. Ich habe ja noch einen Kaffee, den ich ab und zu trinken möchte. Willst du eine Zwiebel da reinmachen? Hier steht auch gar keine Zwiebel bei. Ah. Du kriegst keine Zwiebel da rein, Arsch. Willst du Zwiebeln rein? Was? Ob ich Zwiebeln? Ja, auf jeden Fall. Ja, also, was ist Nudelsalat ohne Zwiebeln, frage ich mich. Nudelsalat. Genau, aber mit Zwiebeln ist ja doch auch gut, oder? Ja, klar. Oh Gott, nein, das ist eine Gurke. Ja, aber welche Gurke nehme ich denn jetzt? Die. Echt, sicher? Die sind einfach nur ein bisschen in Essig eingelegt. Dann okay, und die aber wirklich nicht? Also, ganz sicher? Du kannst die mitnehmen. Okay. 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 Was hast du denn alles schon synchron gemacht, Davis? Ich meine, was wir alle kennen auf YouTube ist natürlich, weil viele sind genau... Kommt nächste Woche ein neuer Teil übrigens. Ernsthaft? Machst du? Immer noch? Darfst du? Bist du mit Tom Scar? Ja. Gut. Ja? Ja. Hast du mit ihm geschrieben mal? Öfter. Ich habe ihn sogar mal getroffen auf einer... Auf einer privaten Party in Berlin. In seinem Haus. In seinem Haus. Ich weiß nicht, warum ich da war. Ich war einfach da. Alle Leute aus den verschiedenen Ländern, die ASDF-Movie synchronisieren, werden immer vom Tom eingeladen. Genau. Ja gut, da gibt es ja nur, in Germany, die das... Oh Gott. Willst du einen Kaffee? Nein, eigentlich nicht. So. Bin hier gezwungen? Ja, das ist normal hier. Also das war ja das erste Hobby-Ding, ne? Dann habe ich dich bei Galileo gesehen damals mit der Nela. Da saß sie bei dir im Zimmer und dann hat sie irgendwas synchronisiert. Ach echt? Das war sehr toll. Ja, das war das erste Mal. Das war wirklich schon 10 Jahre her oder so. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, war wirklich, da war ich noch in der Schule. Krass. Da habe ich dich im Fernsehen bei Galileo gesehen als 3 Dudelsack 3. Ach witzig. Ja, synchrotechnisch war ja sprechende Tiere noch dann. Ne? Also, Alan. Stimmt, Alan. Genau. Das war ja auch ein Meme-Ding von mir. Das haben wir auch letztens in der Schule, ne? Dass ich in der Schule dieses Meme-Ding hatte von diesem Video, das allen gezeigt habe. Yeah. Und dann rausgefunden habe, dass Davis das gesprochen hat. Also du hast mich wirklich durch meine Jugend begleitet, mehr als mein leiblicher Vater. Lol. So. Okay. Ja, nee, aber ansonsten habe ich. Genau. So, Mania habe ich mitgesprochen, die Orwell, die von Family Guy Macher, die ist echt cool. Sonst, ich mache regelmäßig Netflix ein paar Sachen. Okay, was da? Sabrina? Ridiculous 6, wenn du das kennst. Also gesehen beim Durchscrollen. Ich spreche gerade auch so eine Trash-Serie, das ist mega witzig hier, von Kim Kardashian, da spreche ich einen Charakter, der deutschen Version. Ja, ja, so ein Proll. Das ist richtig witzig. Richtig witzige Rolle. Du machst ein Kim Kardashian, sprichst du? Nee, ja, einer der da so ein... Ich dachte aus den Kardashians auch. Trash-Serie. Ja, genau, aus der Serie von denen. Flip It Like This Dick heißt die. Auf Sky. Ach so, ich dachte, nee, diese Kardashian-Serie von denen selber, diese, wo die mit der Kamera begleitet werden. Ja, das ist jetzt ein Spin-Off davon, genau. Ernsthaft? Ja, ja. Spin-Off. Hä? Davon Spin-Off. Was? Ja, ich komm rum. Die Vorgeschichte, als sie alle noch Kinder waren. Hey, wir sind sehr reich. Und mein Vater könnte vielleicht irgendwann mal zu einer Frau werden. Ja, so eine Art. Ja, gut. Ich muss das jetzt sehen. Ich habe nicht mal die normale Serie gesehen. Ich habe nur einmal so ein YouTube-Best-of gesehen, wo die sich in so einem Auto einfach drehen auf der Straße, weil es vereist war und die 100 fahren anstatt 60. Und dann sagen die, oh mein Gott, wir sterben, oh mein Gott, wir sterben. Und dann sterben die nicht und dann... Und dann war so ein 6-Minuten-Sequenz und dann drehen die sich eigentlich nur einmal auf der Straße und sagen und schreien die ganze Zeit. Das ist wow. Hä? Keine Ahnung, das ist meine einzige Verbindung, die ich dazu habe, ehrlich gesagt. Hast du eine Mais-Abschütt-Musik, die du einspielen könntest, während ich das Wasser... Ja, ich könnte so ein Maiswasser. 4,99. Lidl. Faire Verhältnisse. Maiswasser. Heute auch für Sie. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Bitte bleiben Sie in der Leitung, wenn Sie Maiswasser wollen. Irre. Ich dachte, du willst mir jetzt was Intimes sagen. Und da sagt nochmal einer, Fernsehkochsendungen sind geil, ne? Also das ist ja auch nur... Alles ist das hier kein Fernsehen? Hä? Wieso brauchst du mir eigentlich gerade? Wieso guckst du mir zwischendurch immer? Ich dachte, du hast die Gurke mitgenommen. Achso, nein. Machst du echt öfter im Gespräch, so guckst du mir an, oder machst du immer so, oder? Runter auf deinen Schweller. Ja, also. Also nicht, dass es jetzt unangenehm ist, aber ich dachte, das ist Comfort-Ding. So. Das heißt dich willkommen oder so. Ich weiß nicht, wie ihr das in Berlin macht. Wir machen immer in Köln, machen einfach mal so. Aber wirklich, nee, in Berlin ist schon mehr Augenkontakt. Echt? Ja, so. Nee, nicht ganz so weit runter. Ich habe leicht autistische Züge. Das ist manchmal wirklich so. Ich kann manchmal wirklich Leuten nicht in die Augen gucken. Ich weiß nicht, was das ist. Mir ist das mal aufgefallen. Wirklich, ja? Manchmal rede ich einfach so mit Leuten. Okay, echt krass. Mega schön, deine Wie Augen, Davis. Wie gehst du so eigentlich? Alles cool bei dir? Wie fühlst du dich? Ich glaube, ich sehe nur noch schwarz-weiß seit einer Woche und habe mit keinem drüber geredet. Okay. Echt jetzt, oder? Nein. Okay, schade. Aber hat meine Cousine mal gehabt und jetzt sind die wieder Farbe.
Wie funktioniert das? Wie geht das? Keine Ahnung, ich war beim Arzt und dann haben wir nicht mehr drüber geredet. Ist das wie Hörsturz, nur mit Farb? Farbsturz, ja. Jeder an. Gleichzeitig. Okay, ich mach's. Nein, warte. Hast du noch viel? Hast du noch? Ich puste. Hab ich noch was? Hast du vier Haustiere? Hast du noch vier Haustiere? Ich hatte wieder vier Haustiere. Hab ich wohl was Falsches bei Wikipedia gelesen? Oder in Wikipedia steht viel Scheiße, ja. Ach, du hast das alles eingetragen? Ja. Davis hatte vier Haustiere. Nee, was wolltest du mich fragen eigentlich? Hast du noch viel mit Dominik zu tun? Dominik? Hab ich vergessen. Nee, leider nicht. Ich mag ihn sehr, aber wir haben nicht viel Kontakt leider. Wie ist weil ihr seid ja schon eine sehr ähnliche Person. Persönlichkeit, was? Wir sind die gleiche Person. Ich habe ja mit ihm zusammen gewohnt, das war eine echt geile Zeit. Ja, ich weiß, ihr habt euch wirklich sehr ineinander reingesteigert, weil ihr schon sehr ähnlich seid, ne? Nee, wir sind auf eine gewisse Art und Weise ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich. Das ist eine coole Mischung, wenn man in gewissen Bereichen sehr anders ist und dann wieder sehr ähnlich. Wo seid ihr denn sehr gleich gewesen? Im Humor natürlich. Ja. Alkoholkonsum. Genau. Nein, ich trinke nicht. Nein. Ich meine, Whisky morgens ist alles trinken. Ne? Das ist ein Aufwacher. Wie schmeckt der Kaffee? War das zu viel Whisky? So, okay. Ja. Ich tue es jetzt rein, ne? Ja, warte mal. Ich gebe dir auch eine Hilfestellung natürlich. Danke. Das ist wie dieser komische Film mit dem Geist, wo die zusammen diese Vase machen. Mit Eddie Murphy? Nee. Mit Eddie Murphy. Also wirklich, da erzählst du mir jedes Mal von dem und sehen, ich liebe die Geistervilla. Irgendwie sowas. Keine Ahnung warum. Ja, weil wir immer irgendwas zusammen anpacken und dann irgendwie durchrühren. Das ist so ganz komisch. Kann keiner, der das sagt. Die Geistervilla. Ja, heißt das nicht? Du heißt das so, oder? Was heißt denn die Geistervilla? Ich hab doch nie einen Film gesehen, der die Geistervilla aussagt. Doch, Eddie Murphy, dieser Film. Da erzählst du mir jedes Mal von und weiß auch nicht, wie er heißt. Die Geistervilla. Ich glaube, er meint Nachricht von Sam. Nachricht von Sam? Was? Was mischst du dich denn jetzt ein von der Seite hier? Da machen die so eine Vase. Das konntest du mich jetzt an, dass er sich eingemischt hat. Das war so ein intimer Moment gerade. Ja. Sollen wir abschmecken beide? Willst du dir eine Testgabel rausnehmen? Ich nehme auch hier eine Testgabel. Hier oben, ganz oben. Ganz oben. Du kannst auch von oben immer ziehen. Das sind so. Nein, ich mach das immer. Ey, von unten, ne? So. Eigentlich muss man es ja noch zwei Stunden im Kühlschrank, ne? Damit es alles einzieht. Willst du das machen? Klar, haben wir die Zeit? Nein. Dann machen wir es doch einfach. Ja gut, nehmen wir uns die Zeit. Wieso pustest du eigentlich? Ist es noch so heiß, ne? Hm. Ja. Schon ein bisschen was ran, ne? Gerade noch so ein bisschen von dem Zeug, würde ich sagen, oder? Ist geil, aber es fehlt an Gewürzen. Auch, ne? Auch. Ist ein bisschen zu wenig gewesen. Es könnte mehr. Dann machen wir mal kurz den Peter Ludolfschen. Aber nicht zu viel. Entschuldigung. Ich mache mal ein bisschen von dem Saft hier. Ja. Entschuldigung. Gerade rein. Ja, ein bisschen. Okay, alles klar. Verdammtes Schwein. Okay. Ich mag das einfach, wenn du das durchkommst. Okay, wow, was ist denn das? Das ist eine ganz komische Folge. Okay, wow, okay. Jetzt haben wir es natürlich deutlich intensiver, ne? Ja, müssen wir gleich mal testen. Können wir nochmal abschmecken? Magst du intensiv? Kommt von was es ist. Gott. So. Okay, also. Mann, ey, ich glaube, wir sind zusammen. So. Ich glaube es. Kai, hab ich deine Mitspracherecht oder so? Also nein. Davis, ich glaube, wir sind zusammen. Oh, okay. Gut. Prost, ne? Prost. Auf mich? Auf dich. Auf Milch. Auf uns natürlich. Auf Milch. Prost. Prost. Mhm. Das ist ein guter Kick. Also echt? Ich konnte nicht mehr. Sollen wir uns beide eine Schale machen? Hast du wirklich Herzinfarktstörung? Hast du wirklich Herzinfarktstörung? Musst du auch kotzen. Sorry, ja. Sehr versalzen. Hast du wirklich, echt lecker. Hast du, also, willst du öfter kochen, nachdem du das hier mitgemacht hast? Mit dir schon, ja, Freddy, muss ich echt sagen. Finde ich gut. Es ist mir eine Freude. Es ist mir ein Anliegen, dich so ein bisschen im Auge zu behalten. Nee. Wir reden ja auch leider meistens nur über den Telefon. Wer kommt da rein? Wir reden auch meistens nur wie so ein beruflich. Ne? Leider, ja. Letzte Verkostung, bist du bereit? Für dich ist es schwierig. Wir machen das schön im Stehen. Wir machen das schön im Stehen. Ne? So Nähe zu fühlen, Liebe zu spüren. Ich merke das. Du wirst richtig rot. Ich bin Schauspieler. Ich habe Bluthochdruck. Okay, glaube ich dir nicht. Du wirst immer röter und röter. Seht das? Unangenehm, diese. Mir tut's diese Spannung zwischen mir tut es auch im Nacken weh, weil ich so nah am Fenster stehe. Das ist für jeden Scheiß eine Ausrede, Mann. Das ist mein Leben. Bist du todkrank? Weiß ich nicht. Ach krass. Willst du dir die Gabel nehmen, dann machen wir jetzt dann die letzte Verkostung, da sind wir durch. Okay. Da sind wir richtig durch. Mhm. Ich finde das richtig geil. Ich finde es wirklich geil. Mhm.
Auch so einfach, ne? Einfach, aber geil. So, wie du es machst. Oh, jetzt machst du aber auch, was sagt ihr auf einmal, ne? Hat mir Spaß gemacht mit dir. Mit dir aber auch. Danke, dass du hier bist. Ja, ja, ey, immer gerne. Können die Leute bei dir vorbeigucken? Ja, auf jeden Fall. David Schulz, ASDF-Movie kommt nächste Woche. Mhm. Wann kommt denn das Video eigentlich? Ach, gar nicht. Danach? Nee. Danach der, also ist schon draußen, ASDF-Movie. Ach so, ASDF-Movie ist draußen. Genau. Vielleicht. Gucken. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich 1 Million Klicks in einer Woche? Dann lösche ich mein Leben. Okay. Ja. Spielst du uns raus, Johnny? Yes. Johnny? Hast du mich Johnny genannt? Ja. Spielst du mich raus, Johnny? Okay, Jeffrey. Spiel mich raus, Johnny. Okay, Jeffrey. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Sehr lecker. Schauen wir Davis vorbei. ASDF-Movie. Wir sehen uns im Kino. Geschwängel. No place for abortion. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!